Hallo, Dienstag, der 16. Juli, 16.50 Uhr. Mein Name ist immer noch Christian Schlegel und in diesem Clip geht es um die E.ON, ehemals Feber. Das rutscht mir immer wieder raus, dass ich die E.ON Feber nenne. Ich kenne die halt nur so. Also schon seit langer Zeit. Das finde ich ist eine sehr interessante Sache. Ich mag die E.ON sehr gerne, weil die immer wieder schnelle Bewegungen machen. Ja, mal hier oder dann hier auch wieder. Und das sind dann oftmals 10%, 15%. Deswegen, ich handle die sehr, sehr gerne. Und wir haben gerade eben eine Bewegung hinter uns von etwas über 10 bis runter zu 9,33. Und ich will Ihnen erst nochmal den Bereich 10 zeigen. Der kommt also von hier hinten, vom Juli letzten Jahres. Ja, ein paar Mal gesehen, immer mal kurz drüber, aber wirklich immer nur vorsichtig. Und jetzt waren wir mal ein bisschen deutlicher drüber und schließen dann an diesem Tag, das war Mitte Juni, dann sogar fast noch im Minus. Und seitdem ist sie jetzt auch schon wieder runtergekommen. Das Interessante, was ich dabei finde, ist, dass sie hat hier genau auf die 200-Tage-Linie aufgesetzt. Das war gestern am Montag. War heute in der Nähe derselben. Und diese 200-Tage-Linie verbindet sich mit diesem Aufwärtstrend. Jetzt weiß ich genau, jetzt wird der eine oder andere sagen, wieso setzt du den nicht hier unten an? Ich nehme die Eröffnungs- oder Höchstkurse, weil da einfach mehr Volumen war. Ich käme also nicht auf die Idee, jetzt das Ding hier oben anzusetzen, die Linie, oder hier unten. Ich setze das hier rein an den Körpern, denn da, also Öffnungskurs, Schlusskurs, da fand meistens der größte Umsatz statt. So, und dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt hier haben seit dem Oktober letzten Jahres, verbindet sich ziemlich genau mit der 200-Tage-Linie am unteren Band. Das gefällt mir ganz gut, grundsätzlich. Das sieht für mich nach einer schönen Unterstützung aus. Die Bänder zeigen das noch nicht so an, außer dass wir eine Unterstützung hier haben, sind sie jetzt beide noch nach unten gerichtet. Das ist natürlich erstmal negativ, klar. Aber diese Unterstützung scheint mir, jetzt haben wir den dritten Tag hintereinander das gesehen, scheint mir ganz interessant zu sein. Vom MACD her ist es so, dass das Histogramm sich langsam anpasst. Ich habe noch keinen kürzeren Balken, aber damit rechne ich eigentlich schon in den nächsten ein, zwei Tagen. Der Oszillator ist deutlich überverkauft, noch ohne Stabilisierungsansatz. Das Interessante bei der Feber ist, dass sie nie lange in diesem überverkauften Bereich oder auch im überkauften Bereich verharrt. Ja, schauen Sie mal hier, das sind immer nur ganz kurze Perioden und da machen die auch immer richtig schöne Bewegungen. Ja, hier zum Beispiel, hier die nächste, wenn Sie dann einfach mal mit dem Daumen hochgehen, hier die nächste. Also das ist das Schöne. Wir hatten auch hier wieder eine. Die ging dann von 9,5 auf 9,80. Das sind dann immer ein paar Prozent. Und wenn man das spielt mit dem Schein, mit dem 20er, 30er Hebel, macht das richtig Freude. Also ich handle die gern, wobei ich habe festgestellt, ich handle sie meistens aus einem Long heraus, also aus der Korrekturphase heraus. Short, nee, ist da nicht so mein Ding. Weil selbst wenn sie jetzt hier drunter fallen sollte, unter die 200-Tage-Linie, unter diesen Aufwärtstrend, dann haben die 30 Cent drunter schon wieder die nächste recht gute Unterstützung. Kommt von hier, kommt von diesem ganzen Bereich hier. Und da ist mir das Risiko zu klein. Ich denke schon, dass die während des Jahres die 10 irgendwann mal hinter sich lassen und sich dann irgendwo an der 12 ansiedeln. Deswegen in diesem Film wird es auch gar keinen Put geben, da gibt es nur zwei Calls. Und zwar einen für die harten Trader, einen ganz, ganz heftigen und einen, der ein bisschen weiter weg ist. Ich hole mal die Scheine vor. Und zwar sind die hier von der UniCredit. Ich behaupte, wenn der Wert hier drüber geht, mit Schlusskurs, das ist die 9,5, so praktisch diese drei Kerzen hier dann hinter sich lässt und wieder in diesen Bereich eintaucht, kann es sehr schnell gehen, dass er diesen Downtrend findet. Sie sehen, hier habe ich ihn auch so gezogen und nicht von hier oben runter, da wäre er nämlich noch steiler. Also das behaupte ich, dass wenn wir hier über die 9,5 gehen, dann tendiere ich zu folgendem Schein. Das ist ein 9,10er Schein von der UniCredit. Das ist der hat in diesem Fall eine begrenzte Laufzeit bis zum 18.09. Das sind noch 2 Monate. Ich muss da gar keinen Unlimited-Schein nehmen. Also ich finde, das reicht. 18.09. Das ist die Kennnummer HZ0Y00. 9,10 ist im Moment ein 30er Hebel. Aber erst dann, also es kann schon sein, dass die hier nochmal ein bisschen drunter schauen, erst dann, wenn die 9,50 überboten werden. Und dann sollte der Schein so einen Preis haben von ganz grob 45 Cent. Das ist ein 1 zu 1 Schein. Das ist eine ganz heiße Kiste.
Also gefällt mir gut, so Dinger mag ich, ja. Und da gibt es schöne 1:1-Scheine, auch insbesondere von der UniCredit. Dann gibt es vielleicht die, die sagen, ne, das ist mir jetzt also echt ein bisschen zu heiß, gehen wir mal lieber hier drunter. Dann würde ich sowas nehmen wie einen 8,80er-Schein. Da hätten wir den hier zum Beispiel. Der geht sogar auf den 18.12. Der hat im Moment einen 15er Hebel, 8,80er Basis. Das wäre die Kennnummer HZ0YAB. Da liegen wir also ungefähr da, wo jetzt hier diese horizontale Linie geht. Also, wie gesagt, ich mag die E.ON Feber immer deshalb, weil die schnelle 10% Move macht. Mit dem 10er Hebel ist das eine Verdopplung der Position. Deswegen muss man jetzt hier nicht reingehen mit All-In oder sowas. Um Gottes Willen, das sollte man nie machen. Aber das kann ein sehr überschaubares Risiko sein. Also ich mag das. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich brauche die 9,5 als Schlusskurs. Und dann macht mir die ganze Geschichte mehr Spaß. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Happy Trading. Fette Beute. Bye, bye.